Die Fischer kann ich weiter ausbauen. Und kann jetzt Räuchereien errichten. Eine hier und eine würde ich hier unten an die Ecke setzen. So. Damit haben wir dann jede Form von Nahrung auf dem Speiseplan. Auch wenn die Käserei gerade nicht richtig nachkommt. Also errichten wir hier noch eine Käserei. Hygienematerialien sind mehr als genug vorhanden. Ihr müsst euch da nur bedienen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Hier kommen sie eigentlich gar nicht über auf die andere Seite. Also kommen sie wahrscheinlich nur von der unteren Provinz aus. Auf euren Befehl. Also ja, von hier aus auf die andere Seite. Das heißt, ich nehme jetzt die nächsten beiden Provinzen ein. Oder Territorien, besser gesagt. Das sind ja Territorien, keine Provinzen. Alles klar. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Hier ist eine Ruine sogar, die ich einnehmen könnte, theoretisch. Und Elias nochmal zurückschicken, damit er seinen neuen Titel kriegen kann. Die Fischerhennen sind ausgebaut auf Maximum. Die bringen jetzt auch den Fisch. Ich arbeite für Anerkennung, nicht schönes Gold. Ein neuer Titel wäre angemessen. Ja. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. So, Badehäuser errichten. Zwei Stück. Also ja, ich finde, das sieht langsam wie eine schöne Stadt aus. Oh, kommt da ein Angriff? Oder eine Patrouille? Alles klar. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, etwas überschüssigen Honig können wir verkaufen. Ein Karren wurde ausgesandt. Wieder ein paar Heilkräuter. Gute Fuhre Weizen. Ein Karren wurde ausgesandt. So, die kann man festschmeißen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Seid auf der Hut! Jawohl!
Jawohl. Dann nutzen wir einfach mal unsere Stärke und greifen an. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Wir werden angegriffen. Das sollte eigentlich respawnen, das Jagdwild. Mein Steinbruch ist erschöpft. Wir werden angegriffen. Auf euren Befehl. Verstanden. Alles klar. Auf euren Befehl. So, geht von dort. Mit Rohstoffen ist eingetroffen. Nicht aufgeben! Wir haben jetzt sehr viele Schwertkämpfer verloren. Wie ihr wünscht. Zum Angriff! Jawohl! Verstanden. Auf euren Befehl. Wir haben ein Territorium eingenommen. Schon unterwegs. So, Territorium ist eingenommen. Ein Karren mit Rohstoffen ist alles eingetroffen. Klar. Jawohl. Sofort. Na, bitte da drin bleiben, bis das Gebäude repariert ist. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis die armen Gebäude reich werden. Ich schätze mal, bis auf den... ja, bis auf die Apotheke dürften alle reich werden können. Das ist nämlich übrigens auch gerade doof, merke ich. Wenn ich ein Territorium einnehme, gehen die Straßen kaputt. So, ich könnte nämlich hier noch einen Jäger gebrauchen. Wie ihr wünscht. Alles klar. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ei. Oh, da kommt eine Truppe, um mir den Rücken zu fallen, erstens. Und zweitens... Auf euren Befehl. Verstanden. Muss ich nochmal zum Außenposten Fackeln tanken. Mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das ist eigentlich eine nette Idee. Meine Außenposten ein bisschen zu sichern. Alles klar.
können zwar immer noch niedergebrannt werden, die Palisaden, aber die Außenposten können wenigstens nicht ganz direkt angegriffen werden. Ja, wer ist denn hier jetzt noch arm? Die Räucherei. Die Käser nicht. Also ja, nur die Badehäuser sind gerade arm. Also ne, die Badehäuser und die eine Räucherei. Ein Badehaus, eine Räucherei. So, schöne Palisade. Verstanden. Einmal Fackeln für alle. Alles klar. Ei. Oh, der Hafen ist sogar jetzt dauerhaft sichtbar. Oder liegt das daran, dass ich die Fischhütte da direkt daneben habe? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Könnte auch direkt an der Fischhütte liegen. So, unser Eisen sieht mittlerweile sehr gut aus. Bauen wir jetzt erstmal das Lagerhaus auf Maximum auf. Auf euren Befehl! Bleibt wachsam! Sofort! Schon unterwegs! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen! Jawohl! Jawohl! So, zwei Trupps Schwertkämpfer. Die wir direkt hier hinschicken können. Angriff! Ei! Kämpft weiter! Wie ihr wünscht! So, die Palisade hat auch voll gefangen. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Schon unterwegs. Verstanden. Ei! Naja, man sieht, mit so wenig Einheit... Na gut... Mit den Einheiten hier kommt man schon schwer durch die Palisade durch. Weil man muss einfach wirklich warten, bis das Tor runtergebrannt ist. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Was haben die beiden eigentlich noch so im Angebot? Käse, Wurst und Holz. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wollklamotten, Honig. Wir werden angegriffen. Wie ihr wünscht. Angriff. Alles klar. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ja, die konnten nicht warten, bis die Palisade abgebrannt ist. Es gibt kein Zurück! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Alles klar. In den Kampf! So, ihr beide noch. Da kommt die restliche Truppe. Verstanden. Ein Territorium eingenommen. Ihr habt Luga del Cid eingenommen. Und wir können wieder frei und ungestört unseren Geschäften nachgehen. Kommt uns besuchen. Wir werden auch mit euch gerne handeln. Alles klar.
Wenn ihr Eisen in unser Lagerhaus liefert, können wir Kasernen bauen und unser Land mit Söldnern verteidigen. Ein Karren wurde ausgesandt. Unterwegs. Verstanden. So, da müssen wir jetzt noch dem Kloster erstmal helfen. Und dann uns weiter umschauen. Deswegen die Armee. Verstanden. Mal nach hier. Und ja. Schnell speichern. Und dann machen wir an dieser Stelle erstmal einen Cut. Bis gleich.